Safari, gute Flanke. Streller, das wäre ein Ding gewesen, wenn der jetzt auch gleich wieder getroffen hätte bei seinem Comeback. Die erste Offensivszene. Hat den Wink mit dem Zaunpfahl von Thorsten Fink verstanden. Schneuli, gut abgelegt. Ah, Pfostenschuss, Hochstrasser. Wieder Ballverlust, Dubai. Ah, das Tor! Thierry Dubai, 41. Minute. Herrlich der Treffer, da wird er nicht angegriffen und Costanzo sieht nicht gut aus. Der Ball geht schon nahe am Pfosten vorbei, aber ich glaube, der FCB-Keeper hat auf eine Flanke spekuliert und Dubai bringt hier die Gäste in Führung. Die aktivere Mannschaft wird belohnt. Wieder ein Ballverlust von Chiliappi. Da am ersten Basler vorbei, am zweiten auch und dann der Schuss mitten ins Glück von Thierry Dubai. Erster Meisterschaftstreffer für den Mann aus der Elfenbeinküste. Ballverlust von Sutter. Stocker. Nächste Invention und jetzt gibt es den Penalty. Nach dem Foulspiel an Alex Frey die gelbe Karte obendrein gegen Alain F. War aufgrund des Nebels nur schwierig zu erkennen. Ballverlust von Sutter, das war der Ausgangspunkt. Oh, Penalty. Uiuiuiui. Wohlwollend der Entscheid. Also für mich ist das kein Penalty. Große Möglichkeit für Alex Frey, endlich wieder zum Torerfolg zu kommen. Und er trifft das Tor nicht. Unglaublich. Die Leidenszeit geht weiter für... Also die zweite Halbzeit startet mit einem Crescendo und sie startet mit dieser Chance für Thierry Dubai. Majuka. Kommt vorbei, Streller, immer noch Streller. Das Tor, der Ausgleich. 52. Minute, das 1:1, also der FC Basel trifft auch in diesem Heimspiel. War Frey noch am Ball? Ich glaube. Streller. Und dann ist es tatsächlich Alex Frey, der hier trifft. Hier noch einmal der Treffer war, es offsides. Puh. Es war zumindest verdammt eng. Möglich. Aber selbst in der Wiederholung kaum zu erkennen. Spielverlagerung von Inkum. Stocker. Ball noch gut. Streller. Wieder gut abgelegt. Das 2:1. 68. Minute. Und auch er mit dem ersten Meisterschaftstreffer. Sherdan Jakiri. 2:1. Und wieder hat Marco Streller die Vorarbeit geliefert. Also in diesem Wintermärchen für den FCB ist er bis heute der Eiskönig, Marco Streller. Zweimal hat er den entscheidenden Pass geliefert. Streller hier am Ball, zieht zwei Gegenspieler auf sich. Allzu schwer war das nicht mehr für Sherdan Jakiri, hier seinen ersten Meisterschaftstreffer zu realisieren. Und der FC Basel hat wieder eine Partie gedreht. Linko. Jappi. Wieder gute Täuschung von Streller. Und beinahe. Aber es geht in diese Richtung. Streller, 3:1, abseits, nein, Treffer zählt, Alex Frey und der dritte Assistpunkt von Marco Streller, natürlich, Marco Wölfli sah ja auch nicht sonderlich
toll aus, das 3:1, und ich wage zu behaupten, die Entscheidung in dieser Partie. Streller, kein Offside. Diesen Ball müsste Marco Wölfli halten. Jetzt also auch eher mit einem Fehlgriff. Gnadenlos ausgenützt von Rot und Blau. Der FC Basel führt mit 3:1. Doppeltorschütze Alex Frey. Marco Streller, gratuliere. Sie haben mal gesagt, bei Ihnen gibt es nur entweder top oder ganz unten, ganz oben. Jetzt wieder ganz oben. Eine wundersame Rückkehr nach der Verletzung. 3 Goal vorbereitet. Fantastisch. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich weiß auch nicht, das ist schwierig. Also ich habe mittlerweile, ich bin wahrscheinlich jünger gewesen, als ich das gesagt habe, dass ich mittlerweile auch spiele, wenn ich weiss, es läuft nicht so gut, aber dann versuche ich einfachere Sachen zu machen. Heute ist gut gewesen. Ich konnte sicher der Mannschaft helfen, aber wir haben in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt. Die erste Halbzeit war auch nicht so schlecht gewesen, obwohl es zum Teil wirklich unglaubliche Fehlpass auf unserer Seite drin gehabt hat. Aber sonst haben wir eigentlich das Spiel im Griff gehabt. Die zweite Halbzeit ist dann sehr gut gewesen. Und da mache ich mich sehr stolz, dass die Mannschaft so reagiert hat, schon letzte Woche in Neuenburg. Also, ich habe gemeint, mit der Verletzung, die Sie gesagt haben, ganz so unten, oder dann eben sportlich wieder ganz oben. Und jetzt so schnell sportlich wieder ganz oben, da haben Sie selber erstaunt, oder? Ja, wir haben gut geschafft. Die medizinische Abteilung hat sehr gut geschafft, das muss man auch mal sagen. Und wir haben auf das Comeback gar nicht geschafft. Wir haben gewusst, es könnte schneller gehen, was eigentlich gesehen ist. Aber ich habe heute in der letzten Sekunde fast vom Spiel wieder einen draufgekriegt. Aber es ist nicht so schlimm. Aber es ist jetzt so nicht weltbewegend. Es sind viele, die Verletzung hatten, haben nach 2-3 Wochen wieder geschaut. Und es würde jetzt zum Tag passen, wenn Sie heute dann noch Vater werden, oder? Ich weiß nicht, es könnte durchaus sein. Also wir warten absolut drauf und es wird einen sehr schönen Tag abrunden. Halten Sie uns auf dem Laufenden, merci. Okay. Wladimir Petkovic, es hat sehr lange sehr gut ausgesehen, die erste Halbzeit war sehr gut. Was ist danach passiert? Ja, ich muss zuerst gratulieren meiner Mannschaft, weil hat sehr gutes Spiel gemacht, haben wir nicht einige Tore geschossen, aber war sehr schwierig in Unterzahl zu spielen. Aber nach der ersten Halbzeit kam der Bruch. Worauf führen Sie das zurück? Ich habe keine Bruch gesehen. Ich habe gesehen eine Penalty, welche war keine, eine erste Tor, welche war eine Offside, eine Faustschlag und dann letzte auch gelbe Karte, welche ist letzte Mann. Und, ich weiß nicht, aber so geht nicht weiter. Also Sie hatten mit dem Schiedsrichter, das war der Schiedsrichter das Problem heute? Nein, war ein Problem, da wir haben verloren das Spiel und dann sind wir 8 Punkte erst von Erste und das war auch ein Problem, aber wie es gekommen hat, alle das gesehen. Vielen Dank.